Hallo und herzlich willkommen zurück in Schladming. Ziemlich genau 10 Monate und 9 Tage ist es nun her, als wir unsere letzte Tour auf dem Schladminger Tower in Höhenweg wegen des plötzlichen Wetterumschwungs leider abbrechen mussten. Aber nun sind wir zurück und diesmal sogar in offizieller Mission, denn nach der Veröffentlichung unseres ersten Videos hat mich der Tourismusverband Schladming angeschrieben und fand unser Verhalten so vorbildlich, dass wir gefragt wurden, ob wir die Tour nicht fertig laufen wollen in einer Kooperation und mit diesem Video auch anderen Leuten zeigen, dass man die Tour durchaus auch in mehreren Etappen fertig laufen kann. Denn eins ist klar, Sicherheit geht immer vor. Auch dieses Mal laufe ich natürlich nicht alleine. Mein treuer Weggefährte Chris ist natürlich auch wieder mit dabei und diesmal auch sein Bruder Alex. Und zu dritt werden wir in den nächsten 2 Tagen den Schladminger Tower in Höhenweg endlich fertig laufen. Wir haben auf jeden Fall einen sportlichen Aufstieg heute vor uns. Wir haben das Auto gerade geparkt am Parkplatz Wilde Wasser. Haben jetzt 600 Höhenmeter vor uns, bis wir auf der Gollinghütte sind. Und von dort aus sind es nochmal weitere 1000 Höhenmeter, bis wir auf dem Greifenberg sind. Und von dort aus sind so circa 900 Meter wieder runter, bis wir dann auf der Breintaler Hütte sind, wo wir dann heute übernachten. Endlich an der Gollinghütte angekommen. Die ersten 600 Meter haben wir schon mal hinter uns. Tschakka! Erste Müsli-Riegelpause auf 1950 Meter. Damit fehlen uns noch knapp 600 Höhenmeter bis zum Gipfel. Da oben müssen wir hoch. Aktuell ist der Gipfel noch ziemlich im Nebel. Aber mal schauen, wie weit das aufgezogen ist, bis wir dann da oben sind. Weiter geht's Richtung Gipfel! Wir haben uns gerade noch mal 10 Monate zurückerinnert und zwar dort hinten, genau da, das ist die Gollingscharte und von hier aus sind wir abgestiegen zur Gollinghütte und mussten ja dann am nächsten Morgen die Tour dann leider doch abbrechen. Das war ein heftiges Stück Arbeit. Nur damit ihr schon mal gesehen habt, wo es hingeht. Da oben. Da ist Gipfelkreuz. Jawohl, wir haben es geschafft. Greifenberg mit 2600 Meter. Da ist das Kreuz. So, heute ist reichlich was los auf dem Gipfel und wir machen uns jetzt auf den Weg runter zur Breintaler Hütte und dann freuen wir uns jetzt schon auf ein eiskaltes Radler und wenn alles gut geht, sogar ein Kaiserschmarrn. Also laut dem letzten Schild sind es noch knapp
eine Stunde bis zur Breintaler Hütte. Jetzt fängt es langsam auch leicht an zu nieseln. Ich hoffe, dass es wirklich nur so ein vorübergehender Schauer ist und sich nicht doch noch einregnet. Jetzt hat man den ganzen Tag so viel Glück. Wäre ja schön, wenn wir es bis zur Hütte dann auch noch trocken schaffen. Leider regnet es sich doch eher ein, weshalb wir jetzt erstmal noch einen kurzen Stopp gemacht haben, um die Rucksäcke dicht zu machen und die Regenjacken anzuziehen. Bevor wir jetzt auf den letzten Metern zur Hütte nochmal so richtig nass werden. Nach ca. 9 Stunden, 15 Minuten, 1650 Höhenmetern haben wir endlich die Breintaler Hütte erreicht. Wuhu! Auf den erfolgreichen ersten Tag. Prost! So, genug draußen gewesen, dann gehen wir mal rein und machen es uns gemütlich. Zimmerschlüssel am Arsch schon. Jetzt müssen wir nur das richtige Zimmer finden. Ah, klein aber fein. Zwei Stockbetten, Platz für vier Personen. Zum Glück sind wir hier nur drei. Was auf jeden Fall wieder eine richtig super Sache ist, dass wir hier auf dem Zimmer Strom haben. Ich weiß, es ist nicht bei allen Hütten Standard, aber ein absoluter Luxus, gerade wenn man so viel zu laden hat wie ich. Ja, mittlerweile ist es auch schon 9 Uhr. Wir liegen alle drei im Bett. War ja auch ein anstrengender Tag. Wie ihr seht, hat die Sonne unsere Gesichter doch nicht so verschont, wie wir erhofft haben. Sonnenbrand ist also bei allen dreien vorhanden, aber der verschwindet ja auch wieder relativ zügig. Ansonsten haben wir auf der Breintaler Hütte sensationell gespeist und getrunken. Hier nochmal ein großes Lob an unseren Hüttenwirt Wolfgang für die sensationelle Bewirtung. War auf jeden Fall ein richtig witziger Abend. Die Gaststube war sehr gut gefüllt und so kamen wir auch mit vielen anderen Leuten ins Gespräch. Und es war ein wirklich schön geselliger Hüttenabend, so wie man es sich wünscht. Ja, draußen unser Wetter macht uns noch so ein bisschen zu schaffen. Seitdem wir hier sind, regnet es eigentlich nur und es wird auch wohl die Nacht durchregnen, wo wir dann halt mal schauen müssen, wie es dann morgen weitergeht. Weil wir haben auch noch mal ein ganz ordentliches Stück vor uns, wenn wir den Planeiweg laufen. Aber das werden wir morgen dann nach dem Frühstück entscheiden. Bitte verzeiht uns, wenn wir jetzt nicht mehr groß in der Hütte gefilmt haben, aber wir wollen natürlich auch die Privatsphäre der anderen Gäste respektieren. Da kommt es nicht so gut, wenn man mit der Kamera noch den ganzen Abend hier rumhantiert. Das möchten die so auch nicht. Insofern bleibt es bei einer kurzen Verabschiedung aus dem Bett und wir hören uns morgen nach dem Frühstück. Gute Nacht. Einen wunderbaren guten Morgen. Wir haben jetzt 7:30, haben gerade gefrühstückt und machen uns jetzt wieder auf den Weg. Das Wetter ist zwar aktuell heute Morgen phänomenal, wir haben leicht bewölkten Himmel, aber die Sonne wird auf jeden Fall rauskommen. Es soll natürlich gegen Mittag, Nachmittag wieder etwas zuziehen und man erwartet dann auch wieder Regen. Weil es die ganze Nacht durchgeregnet hat, haben wir uns als Gruppe dazu entschieden, heute nicht über die Planei zu laufen, sondern die Alternativroute zur Hans-Wödel-Hütte zu nehmen. Ist ein bisschen schade, weil wir hätten es natürlich gerne gesehen, aber durch den Regen heute Nacht sind die Wege noch so aufgeweicht und ein Fluss, der trägt sogar so viel Wasser, dass man nicht über eine Brücke drüber kommt, sondern man müsste durchwarten ohne Schuhe und mit hochgekrempelter Hose und da ist uns das Risiko doch etwas zu hoch. Immerhin geht es hier um das Thema Sicherheit und deswegen entscheiden wir uns für den sichereren Weg und machen uns jetzt auf den Weg. Das ist doch mal richtig schön, da kommt man aus der Hütte raus und hat direkt eine Kuh vor der Hütte stehen. Thank you.
Man sieht auf jeden Fall immer wieder, dass noch viel Wasser den Berg runterläuft. Unser Weg wird immer wieder zu so einem kleinen Bach. So, ab hier teilt sich der Weg auf. Entweder geht's über die Planei oder eben dann über die Alternativroute zu Hans-Wödel-Hütte. Wie wir heute Morgen schon gesagt haben, haben wir uns gegen die Planei entschieden. Allein wenn man diesen Sicherheitshinweis nochmal liest und das dann kombiniert mit den Aussagen von gestern von den Leuten, die uns entgegengekommen sind, die quasi den Weg rückwärts laufen, schaut euch das Schild selber nochmal an. Hochalpines Gelände mit schwierigen Passagen, absolute Trittsicherheit, gutes Schuhwerk und alpine Erfahrung erforderlich. Und wie gesagt, da es die ganze Nacht durchgeregnet hat, die Wege aufgeweicht sind, die Wege auch oben sehr, sehr schmal werden und wir einfach auch auf die Erfahrung von anderen Leuten eben hören, laufen wir jetzt den Weg zur Hans-Wödel-Hütte. Bei dem schönen Wetter sieht man natürlich auch viel besser, wo man noch hin muss und wo der Weg einen noch hinführt. Wir müssen nämlich ziemlich genau da oben durch. In ein paar Metern haben wir es schon geschafft. Dann sind wir schon da oben und wenn mich nicht alles täuscht, müsste das die Neualm-Scharte sein. So, die Neualm-Scharte auf 2347 Metern haben wir erreicht. Alex! Aber von hier oben hat man echt einen sagenhaften Ausblick. Schaut euch das mal an. Vielen Dank an der Stelle auch nochmal an die Rita von der Breintaler Hütte, die uns heute Morgen noch in aller Frühe die belegten Brote hier geschmiert hat. Sehr lecker. Da vorne, am Ende des Sees, haben wir auch endlich die Hans-Wödel-Hütte erreicht.
Direkt vor uns liegt sie endlich, die Hans-Wödel-Hütte. Damit ist unsere Tour auch jetzt schon zu Ende. Vielen, vielen Dank nochmal an Julia Schramm und Livia Lassacher und das ganze Team vom Tourismusverband Schladming für die Unterstützung, die Organisation und die Buchung der Unterkünfte. Ganz liebe Grüße gehen natürlich raus an die Elisabeth von der Pension Hochwurzen für die super Bewirtung. Und natürlich zu guter Letzt auch nochmal Grüße an Wolfgang und Rita von der Breintaler Hütte. Damit bleibt mir nichts anderes zu sagen als tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir natürlich einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und auf Instagram findet ihr mich natürlich auch unter erik.bischoff. Ciao, bis zur nächsten Tour.